Schaffe ich die stockfinstere Seite in Super Mario Odyssey ohne Münzen, ohne Schaden und ohne Sprünge? Ja, ihr habt richtig gehört. Unter diesen Bedingungen will ich das schwierigste Level des Spiels schaffen. Mein Münzcounter soll also dauerhaft auf 4000, mein Kraftpunkte-Counter auf 6 und mein Sprung-Counter auf 52.000 bleiben. Ist diese Challenge überhaupt möglich? Auf jeden Fall ist sie krass. Also, los geht's. Gleich beim ersten Abschnitt muss ich mega aufpassen, denn wenn eine Stachelkugel einen Goomba trifft, wie diese zum Beispiel, dann kriege ich auch eine Münze, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Jetzt kann ich schon neu starten. Dann mache ich es mal anders. Ich nehme mal einen Goomba und versuche mit dem schnell entlang zu laufen. Okay, Stachelkugel hat keinen erwischt. Ich muss da auch ein bisschen Glück haben. Das Gute ist nämlich, wenn ich in einer Kaperung bin, dann zählen Sprünge nicht als Sprünge. Deswegen kann ich hier mit dem Goomba entlang springen und wir können sehen, dass ich jetzt immer noch bei 52.000 Sprüngen bin. Also alles easy.